Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmbausteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und bin tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute geht es um ein Set von Megablocks. Ja, meine Mega-Weeks gehen einfach weiter. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur im Sommer Mega-Sets zu klemmen, hatte mir einige besorgt. Leider werden es in Anführungsstrichen immer mehr, also leider in Anführungsstrichen, natürlich ist das schön, weil die guten alten Mega-Block-Sets, Mega-Konstrukts oder heute Mega-Sets, das ist schon ein echtes Highlight, wie ich finde, in der Klemmbausteinwelt. Da gibt es schon die ein oder andere Besonderheit und da hat Mega dann auch ein Alleinstellungsmerkmal, wie ich finde. Dann will ich schon mal ein bisschen was loswerden, ein bisschen Werbung machen, bevor ich nochmal kurz hier was zu dem Set sage. Nächste Woche bin ich wieder zu Gast bei Markus Mühe im Livestream. Diesmal am 18. Oktober, also kommenden Mittwoch. Das ist für den Markus sehr ungewöhnlich. In der Regel streamt er samstags. Ich kann samstags in der Regel zu viel Sachen im Kopf. Ich kann in der Regel samstags nicht. Ich bin ja dann bei meiner Freundin, mit meiner Freundin, mit meinem Engel Tanja unterwegs. Da baue ich und klemme ich nicht und sitze auch nicht in dem Livestream. Das war dann mal ein Samstag, habe ich das mal durchgezogen. Tanja war so nett und hat auf mich verzichtet. Vielen lieben Dank, mein Engel. Ja, und jetzt eben am 18. Warum denn der Markus am 18. streamt? Ich verrat's euch. Nicht weitererzählen. Der Markus hat Geburtstag. Also, vielleicht möchte er da vorbeischauen. Ja, ich bin mir sicher, der Markus freut sich. Das ist doch ein tolles Geburtstagsgeschenk, wenn ordentlich Zuschauer dabei sind. Dann haben wir gestern intern uns ein bisschen abgesprochen und abgestimmt. Ja, wer ist wir? Und jetzt ist gerade, wo ich das aufnehme, Freitagabend. Also gestern am Donnerstag, die Noppenstein-Freaks. Wir sind die Admins und Moderatoren von der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbaustein. Wenn ihr die noch nicht kennt, schaut da gerne mal vorbei. Und wir planen ja die Klemmbaustein-Buddies, also Andi von Stein auf Stein zum Ziel und Vicky von Vickys Klemmbausteinwelten. Wir sind ja die Klemmbaustein-Buddies. Ich denke, ihr wisst das. Ja, wenn ihr das erste Mal einschaltet, dann wisst ihr das noch nicht. Ich lasse euch mal den Link zu unserem letzten Livestream hier in der Videobeschreibung. Und wir haben uns kurz abgestimmt, wie wir unseren Spendenstream durchziehen wollen. Wir spenden bzw. sammeln ja für den Wünschewagen Niedersachsen. Da sind einige Sets schon verkauft worden und es gibt viele tolle Leute aus der Community, die Sets spenden für diesen Zweck und dann wird es eben weiterverkauft über eBay beziehungsweise jetzt dann in der Facebook-Gruppe und wir hatten uns überlegt, ja, was machen wir denn mit denjenigen, die vielleicht sich beteiligen möchten, auf Sets mitbieten möchten, aber selbst nicht bei Facebook unterwegs sind oder bei eBay. Ja, und jetzt ziehen wir eben so einen Livestream durch. Und wir haben uns überlegt, wie wir euch da schick beteiligen können. Ja, lasst euch überraschen, haltet Ausschau. Ende Oktober wird es wohl soweit sein. Und dann könnt ihr ein paar schicke Sets erwerben. Ich unter anderem werde Sets aus meiner Privatsammlung zur Verfügung stellen. Das macht dann der Andi und Vicky auch. Und das ist an der Stelle schon ein bisschen besonders. Moment. Sorry. Wie bescheuert. Ich hatte ein Haar im Mund und ich nehme ja alles nur einmal auf. Was sollte ich denn jetzt machen? Jetzt musste ich es einfach mal kurz loswerden, weil mich hat es gerade ein bisschen gestört. Wo war ich? Genau. Und haltet ein bisschen Ausschau. Ende Oktober ist es soweit. Wieder an einem Donnerstag um 19 Uhr, wie ihr das von uns kennt. Also. Und jetzt kommen wir zu dem heutigen Set. Bei mir geht es ja auch um Game- und Filmthemen. Ihr wisst das ja, wenn ihr das erste Mal einschaltet, dann wisst ihr das jetzt. Ja, und die Call of Duty-Serie ist natürlich ein echtes Highlight in der Gamerwelt, wie ich finde. Ich habe dazu ziemlich alle Teile gezockt, dann über die PlayStation 4. Zur PlayStation 5 habe ich es noch nicht geschafft. Ich setze mein Geld momentan eher in Klemmbausteinsets um. Vielleicht lege ich mir auch nochmal die PlayStation 5 zu. Zumindest mag ich die Call of Duty-Serie sehr. Hab die Spiele immer wieder durchgespielt und ja, jetzt vor kurzem bin ich dann eben auf das Set gestoßen, beziehungsweise der Connor. Vielen lieben Dank, Connor. Das Set hat er dann gefunden im Netz. Es war ein Doppelpack. Das heißt, dieser Humvee, den gab es zweimal gebraucht zu kaufen. Wir haben dann gemeinsam zugeschlagen, uns am Ende die Kosten geteilt, beziehungsweise Versandkosten. Und Connor hat mir das Set dann zugeschickt. Und ich habe es dann nicht erst zerlegt und wieder zusammengebaut. Der Connor, vielen lieben Dank, Connor, war so freundlich und hat das Set für mich zerlegt und nochmal nachgeschaut, ob alle Teile da sind. Am Ende ist alles komplett. Ja, wir machen das so, wie ihr das schon mal kennt. Ich wechsle jetzt die Kameraperspektive und zeige euch ein bisschen was zum Bau. Und da sehen wir uns zu meinem Fazit wieder. Also, bis gleich. Da liegt das Call of Duty-Fahrzeug. Das war schön verpackt alles. In der Tüte, das ist die Bauanleitung. Ja, Mega Blocks, typisch
Farbcode. Ich denke, das sollte funktionieren. Und ich bin ja schon ganz happy beim Auspacken. Schaut mal, gibt es so ein Tarnnetz. Mal schauen, ich habe gar nicht auf dem Schirm, wie das Set am Ende so genau aussieht. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Und dann hier die Steine. Schaut mal die Marmorierung. Und dann eben nicht nur so grau-sandfarben, sondern auch grau-weiß-Töne mit da drin. Das sieht echt super aus. Freue ich mich schon sehr drauf. Es gibt auch Formteile hier, die Scheibe zum Beispiel. Wird dann reingedrückt, ne? Ist natürlich schon zusammengebaut, das Set ist gebraucht. Aber völlig kratzfrei und die ist in sich noch leicht gebogen. Könnt ihr das hier sehen? Ich hoffe mal. Also die läuft von oben nach unten schräg nach vorn. Also das ist schon, also es ist auch eine leichte Wölbung drin. Das ist schon echt sehr cool, finde ich. Und dann haben wir noch, wo war es denn? Ach hier, ein Formteil für ein Geschütz zum Beispiel. Oh, macht dann aber auch nichts weiter. Da haben wir die Räder, ein bisschen Gummi. Ich baue, bin echt gespannt aufs Bauergebnis. Bauschritt, jetzt muss ich mal gucken. 18 ist abgeschlossen. Das ist die erste Figur, Mini-Action-Figur. Wieder mit Zubehör, so wie man es kennt. Bewaffnung in die Hand. Rucksack hier hinten. Habe ich ihm noch eine Flasche dann dran gehangen. Die Brille, wieder sehr cool, sehr detailreich. Es gefällt mir. Und dann, so schaut es im Moment aus. Ich mache wieder ein bisschen das Licht raus. Seht ihr das vielleicht besser? Schaut mal. Also das ist das Beste, was ich bis jetzt an Marmorierung gesehen habe. Und fand es vorher schon cool. Das ist echt Weltklasse. Super Steine. Auch wenn es gebraucht ist, nichts ist verkratzt. Das ist natürlich ein Druck. Prima. Macht Spaß. Da haben wir hier die nächste Figur. Dem kann man auch so eine Scheibe in die Hand drücken. Schaut. Also, oder auch der anderen, wie man mag. Mal gucken, wie ich es hinterher hinstelle. Man kann dann auch so eine kleine Diorama-Optik gestalten. Habe ich am Ende gesehen von der Anleitung. Also wieder eine schöne Figur. Schaut mal, die Augen, der Bart. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Nehme ich mal wieder so ein bisschen das Licht weg. Und das hier ist echt cool. Also zum einen, das habe ich euch vorhin nicht gezeigt. Die kommen hier wieder weg. Das sind Bauhilfen, damit man den gerade auflegen kann und draufdrücken. Das ist echt schön. Dann hier mit der Scheibe. Und ja, die Fahrzeuge haben ja keine Tür. Da gibt es ja dann so ein Netz. Und das ist so ein Teil hier. Schaut mal. Kunststoff. Kommt dann hier hin. Einmal eins drauf. Einmal. Zweimal, wo die Anguspunkte, da sehe ich schon, liegen. Gucke ich gleich. Da ist es richtig. Und das ist echt cool. Das gefällt mir. Innenraum, da gibt es nicht viel zu entdecken. Trotzdem, also schaut mal mit der Marmorierung. Das ist echt gelungen. Weiter geht's. Die dritte Figur. Mit der Brille, Schnurrbart. Kann man natürlich auch noch ein bisschen was in die Hand geben. Das hier war übrig geblieben. Ein bisschen Bewaffnung, ein paar Kleinteile. Das hier waren Bauhilfen. Die werden später nicht verwendet, kann man aber vielleicht da hinten drauf packen. Jetzt nehmen wir den mal. Setzen den, das müsste eigentlich gehen. Jupp, hier oben rein. Hier gibt es so einen Unterstand. Das Netz wird hier oben nur drüber gehackt und dann hinten abgelegt. Eine Waffenkiste, hier noch Verbandskasten. Ja, und dann haben wir hier, ich hoffe, ihr könnt jetzt alles ordentlich erkennen, so vielleicht. Das fertige Fahrzeug, den habe ich hinten drauf gepackt. Der andere sitzt da als Fahrer drin. Wir können, mal kurz machen, das Dach abnehmen. So schaut es von innen aus. Dach wieder drauf. Ganz gelungen finde ich hier die Astabweiser, das sind Gummis. Hier der Auspuff oder nee, eigentlich müsste ja darüber die Luft angesaugt werden, ne? Auspuff ist egal. Ich hätte jetzt gedacht, das kommt nach hier vorne. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Vielleicht liege ich da auch falsch. Das hier ist ein Druck. So schaut er von vorn aus.
Mit den Scheiben ist echt schön mit der Scheibe. Es gefällt mir. Hier kann man auch so die praktisch die Niete ertasten. Das ist gelungen. Die Marmorierung gefällt mir. Das ist von der Marmorierung her das Aufwendigste, finde ich, was ich bisher habe. Oder das Deutlichste. Hier ein Ersatztank. Da noch ein Geschütz, die Antenne. Das seht ihr ja alles hier von der Ladefläche. Das ist auch echt schön gelungen. Die Radkästen wurden hier gebaut. Hier hinten die zwei Kanister kann man rausnehmen. So schaut er dann am Heck aus. Von unten nichts Spektakuläres. Also mir gefällt's. Und dann Fazit. In der nächsten Woche gibt es natürlich wieder ein Megaset. Ich weiß noch nicht welches. Ich habe euch ja in dem Video, das ich am Freitag bei YouTube veröffentlicht habe, gefragt, was ihr denn sehen möchtet. Das Halo-Set von Megaconstrux oder hier diesen Western Train aus der ProBuilder-Serie. Mal schauen am Samstagmittag, was bei rausgekommen ist. Wie gesagt, jetzt ist Freitagabend und dann werde ich in der nächsten Woche eines der beiden Sets klemmen. Am Ende baue ich eh alle. Ist ja für meine Regale mein Hobby. Ich habe Bock drauf. Ich mache das ja hier nicht, um Knete und die Ridari zu verdienen. Das wisst ihr ja. Ich nehme nirgendwo von irgendjemandem Geld an. Monetarisieren tue ich auch nicht und Sets lasse ich mir auch nicht zur Verfügung stellen. Und deswegen baue ich es ja auf jeden Fall. Ja, und dann, ich werde jetzt gleich weitermachen, wenn ich das hier alles aufgenommen habe. Das ist ja mein Klemmbaustein-Esszimmer, falls ihr das erste Mal gerade einschaltet. Und ich bin gerade am Bauen und echt begeistert. Und möglicherweise zeige ich euch das nächste Woche, wenn ich es denn zu Ende gebaut bekomme. Und guckt euch das hier mal an. Und jetzt komme ich mal ein bisschen dichter an der Kamera. Könnt ihr das hier sehen? Da, das ist ein Druck. Und der ist blitzsauber. Und schaut mal hier. Ich glaube, hier kann man es nochmal deutlich sehen. Schönes Pearl-Silber, wenn ich die Farben nicht wieder durcheinander kriege. Schau mal. Oder schaut mal, so rum ist ja richtig. Mehrere Teile aufeinander genoppt und dann bedruckt. Ist es cool und da gibt es jede Menge von. Ey, ich freue mich schon und habe Bock weiterzumachen. Und deswegen kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Erstmal ein paar Informationen zum Set. Das ist also die Light Armor Firebase von Megablocks. Das ist der korrekte Titel. Besteht aus 514 Teilen. Die Setnummer ist die 06817. Mit dabei war eine Bauanleitung in Papierform. Die ist gut verständlich, gut nachvollziehbar. Megablocks typisch Farbcode, wenn ihr Mega schon geklemmt habt. Solltet ihr den kennen, wenn nicht, werdet ihr damit überhaupt keine Probleme haben. Kommen wir zuallererst mal zum Design und das ist wie immer meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Klasse, was man hier gemacht hat. Hier soll es wohl um den Humvee gehen, ist zumindest mal meine Spekulation. Ich kenne mich an der Stelle nicht aus. Mir geht es ums Klemmen und dann um die Optik und um die Steine. Und was ich echt besonders gelungen finde vom Design, das sind hier die Astabweiser. Das ist ein schickes, kleines Detail, dass man an sowas gedacht hat. Da haben die Designer sich wirklich Gedanken gemacht. Was wieder mal super ist vom Design, das sind dann die Drucke und die Marmorierung der Steine. Ich habe beim Bauen wieder mal darauf geachtet, dass die Marmorierung auf der Seite, wo sie besonders deutlich zu sehen ist, dann im Endeffekt außen ist. An der Stelle finde ich das echt gelungen. Ganz hübsch sind die schönen kleinen Details hier mit den Tanks dran oder dann auch hier ja, der Schnorchel bzw. der Auspuff, dass er über der Wasseroberfläche liegt. Das ist echt schön gemacht und auch ganz nach dem Vorbild, hier ist ein Netz, da ist keine Tür drin. Da hat man, wie ich finde, an der Stelle an alles gedacht. Besonders gelungen sind wieder mal die Mini-Action-Figuren. Das passt, das funktioniert. Gibt für mich ein rundes Bild. Wird abgerundet, rund. Beim Design, ja, dann eben durch diesen kleinen Stützpunkt, die kleine Basis, ist eine schicke, hübsche Ergänzung. Ich werde es mir dann nur als Fahrzeug ins Regal stellen. Das wandert dann wieder in die Tüte, wird ordentlich eingepackt, damit es nicht zu Schaden kommt. Weil, wer weiß, es ist ja dann an der Stelle doch ein bisschen was wert, weil es ist ein bisschen älter. Ich glaube, es ist aus dem Jahr 2013 oder 2015. Ich bin mir gerade unsicher. Das könnt ihr mir aber gerne in die Kommentare schreiben. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt, alles klemmt. Und was besonders schön ist, das ist eben die Marmorierung. Ich würde fast behaupten, und ich habe ja inzwischen, wenn ihr bei mir nicht zum ersten Mal eingeschaltet habt, schon einige Mega-Block-Sets oder Mega-Konstrukt-Sets aus der Call of Duty-Serie geklemmt. Ich würde sagen, von der Marmorierung her ist es im Augenblick mein schönstes Set. Das ist echt toll mit diesem sandfarbenen Stein, dann wieder mit diesem dunklen Grau, immer wieder weiße Flecken drin und auch sonst so ein paar Sprenkler. An der Stelle ist es echt schick und Anguspunkte sieht man aus diesem Grund so gut wie überhaupt nicht. Wobei, es lässt sich gut wegdrehen, man sieht sie sowieso fast gar nicht. Kommen wir mal zum Bau.
Der hat Spaß gemacht, das klappt und funktioniert. Und was ich ganz schön finde, das hat mich an die Enterprise von Megablocks erinnert, die ich vor, ich weiß nicht mehr, 6 Jahren ungefähr geklemmt habe, ist, dass mit dabei diese Bauhilfen waren. Das heißt, dass man das ordentlich hinstellen kann, dass es nicht wackelt, auseinanderbricht. Man klemmt und noppt alles auf und irgendwann nimmt man die Bauhilfen weg. Und dann ist es gut. Bei der Enterprise war es damals so, dass man die Steine hinterher an einer anderen Stelle wieder gebraucht hat. Hier war das nicht der Fall. Die 3 sind dann eben übrig. Es gibt auch ein bisschen noch ein paar Kleinigkeiten hier, Accessoires. Megablocks typisch. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Und wenn doch, dann bitte ich um Entschuldigung. Also, ja, dann war es das schon. Ausmessen tue ich mal an der Stelle jetzt nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo, Klingel hier, Rimbimbim. Also erzählt es einfach weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann behaltet es für euch. Also, Rimbimbim und dann sage ich Tschüss, Ciao, bis nächste Woche. Vielleicht bei Markus Müh, sagt euer Brickklempner. Tschüss, Ciao.